160 Meter lange von Römerstraße in Bayreuth ist heute eine Fußgängerzone und beinhaltet viele Geschäfte, auch Restaurants, Bars und Clubs. Doch wie sah das Ganze früher aus? Etwas Hintergrundwissen: Urkundlich wurde die Straße erstmals im Jahre 1464 erwähnt, unter dem Namen Judengasse. Die Umbenennung zu von Römerstraße geschah dann 1889 als Gedenken an die Geschwister von Römer und ihrer Wohltätigkeitsstiftung. Um an weitere Infos zu dem Thema zu kommen, haben wir uns dazu mit einer Expertin für ein Interview verabredet. Wir freuen uns daher, Frau Professor Skotki zu begrüßen, die als Juniorprofessorin für mittelalterliche Geschichte an der Universität Bayreuth tätig ist. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, ein paar Fragen zum jüdischen Leben im Mittelalter und speziell auch zum jüdischen Leben in Bayreuth zu beantworten. Wie hat sich das Leben der jüdischen Gemeinde im Mittelalter allgemein dargestellt und wie war allgemein der Stand jüdischer Personen im Mittelalter? Ja, vielen Dank erstmal für die Gelegenheit. Also Sie haben es natürlich schon an Ihren Fragen selbst gemerkt. Allgemein, ja, das lässt sich sehr schwer beantworten. Denn das Problem ist natürlich, wie immer für die mittelalterliche Geschichte, dass wir es mit einer relativen Quellenarmut zu tun haben. Da gibt es natürlich andere Orte als jetzt ausgerechnet Bayreuth, wo wir mehr wissen. Ja, es sind gerade die sogenannten Schummstädte, also Mainz, Speyer und Worms. Über die wissen wir relativ viel. Da haben wir viele Quellen, nicht nur aus christlicher Sicht, sondern auch aus jüdischer Sicht. Also da sind wir besser informiert und können da ungefähr sagen, dass sich natürlich bestimmte Phasen auch in der Geschichte abzeichnen lassen. Dass wir also vielleicht schon in der Karolingerzeit, das ist also das 9. Jahrhundert, da haben wir schon erste Spuren jüdischen Lebens auch im Reich. Und grundsätzlich kann ich nur sagen, je nach Ort, je nach Zeit ist das höchst divers. Dann leitet das auch schon gut zu unserer zweiten Frage über, die nämlich lautet: Welche Besonderheiten gab es im Hinblick auf das Berufsleben von jüdischen Personen? Inwieweit beeinflusste dies eventuell auch die soziale Integration? Ja, oder allgemein glaubt man zu wissen, also Juden waren vor allen Dingen eben im Geldgeschäft tätig im Mittelalter. Und das stimmt in gewisser Weise schon. Das hat damit zu tun, dass tatsächlich jüdische Menschen so vor allen Dingen im 11., 12. Jahrhundert ganz bewusst angesiedelt werden von Herrschern, sowohl geistlichen als auch weltlichen in den Städten, weil man von ihrem Know-how profitieren möchte und also nicht nur als sozusagen modern gesprochen Finanzexperten, sondern vor allen Dingen auch als Fernhändler, da jüdische Menschen in der Regel tatsächlich über bessere Beziehungen, sagen wir mal, über größere Räume verfügten als die meisten durchschnittlichen Menschen in Deutschland, im Reich, in der Zeit, sodass man also diese Netzwerke und das Wissen, was eben über Generationen auch in den Familien weitergegeben wurde, gerne nutzen wollte. Sie kennen das aber natürlich, vor allen Dingen im Laufe des Spätmittelalters gibt es dann von den christlichen Nachbarn ja solche Ausschlusstendenzen. Ja, also wir kennen das sicherlich im Hinblick auf das Handwerk, dass sich Zünfte bilden, Zünfte versuchen, eben das exklusiv in christliche Hand und dann auch nochmal ständisch gesehen in spezielle Hände nur zu geben, diesen Berufszweig. Und natürlich auch mit einer Verschärfung im 13. Jahrhundert der Ideen, dass Geldhandel, dass Kreditgeschäfte unchristlich sein, irgendwie der Bibel widersprechen. Das hat natürlich auch schon dazu geführt, dass man sozusagen diesen Bereich noch stärker eigentlich in jüdische Hand geben wollte. Wenn wir dann jetzt einen Blick speziell auf Bayreuth werfen: Wie hat sich das Leben jüdischer Personen in Bayreuth im Mittelalter dargestellt? Ja, das ist natürlich nochmal extremer, was die Quellenarmut angeht. Das Stadtarchiv Bayreuth hat auch freundlicherweise eine Zeittafel jüdischen Lebens auf ihrer Homepage bereitgestellt. Das ist ein sehr hilfreicher Anhaltspunkt. Und da können wir eben sehen, 1248, also Mitte des 13. Jahrhunderts, haben wir Ersterwähnung, ja, sozusagen Erstbeleg für jüdisches Leben in Bayreuth. Da fragt man sich natürlich immer, was heißt Ersterwähnung? Ja, da können wir davon ausgehen, dass es da schon jüdisches Leben in Bayreuth gab. Aber das ist sozusagen so punktuell, sozusagen eine kurze Erwähnung, dass sich daraus wenig schließen lässt. Wie viele Menschen haben da gelebt? Welchen Berufen sind die nachgegangen? Wo genau haben die gelebt? All diese Dinge können wir aus diesen wenigen Quellen gar nicht sagen. Und von der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts bis dann zur Mitte des 14. Jahrhunderts haben wir auch gar keine Belege für jüdisches Leben in Bayreuth.
muss wiederum nicht heißen, dass es da keine Juden gegeben hat, ja, keine jüdischen Menschen, sondern sie sind einfach nicht aufgetaucht in den Quellen. Vielleicht ja auch, weil es sozusagen keine Konflikte zu regeln gab. Ein bisschen sozusagen interessanter wird es dann. 1373 wird in einem Dokument eine Judenschule erwähnt. Und die Judenschule ist sozusagen der deutsche Ausdruck im Grunde für Synagoge. Ja, soll heißen, da haben wir den Beleg, dass es offenbar eine wirkliche jüdische Gemeinde gab, denn für die Synagoge, für den Gottesdienst in der Synagoge, bedarf es ja normalerweise 10 erwachsene Männer. Und das heißt, das muss erfüllt gewesen sein. Ja? Also, dass wir davon ausgehen können, dass da mindestens 10 Familien vielleicht in Bayreuth zu der Zeit gelebt haben, mindestens. Und deswegen also auch eine Synagoge eröffnet werden konnte. Und dann haben wir wiederum, ja, das typisch eigentlich für das 15. Jahrhundert, also 1422, das erste Mal einen Hinweis auf Ausweisung der jüdischen Menschen aus Bayreuth durch den Markgrafen Friedrich I. Was versteht man denn unter einer Ghettoisierung im Hinblick auf die jüdische Gemeinde und wie hat sich ihr Zusammenleben gestaltet, auch im Hinblick zum Beispiel auf deren Wohnsituation? Also da ist leider und selbst, sagen wir mal, in zumindest populärwissenschaftlicher Forschungsliteratur wird immer gerne noch der Begriff auch Ghetto verwendet, ja, für jüdische Siedlungen, aber das ist eigentlich falsch. Ein Ghetto im wahrsten Sinne des Wortes bedeutet immer, dass speziell natürlich jüdische Menschen in einem Viertel wohnen müssen, exklusiv, nur sie, und von außen sind die christlichen Nachbarn diejenigen, die die Türen verschließen. Und das ist also für Bayreuth überhaupt nicht zutreffend, sondern was wir da haben, ist einfach eine jüdische Ansiedlung. Und zwar, das ist eben die von Römerstraße. Und wenn Sie mal überlegen, wo die liegt ganz zentral mitten in der Stadt. Das ist kein Ghetto, ja, sondern das ist eine Straße, in der eben, wie es in den Quellen heißt, sogenannte Judenhäuser stehen. Ja, Judenhaus heißt einfach, dort leben jüdische Menschen. Das ist nicht abwertend gemeint, sondern einfach nur sozusagen die Bezeichnung, die man damals wählt. Und da möchte ich Sie nochmal darauf hinweisen, das ist mitten in der Stadt, es ist in der Nähe des Marktplatzes. Das zeigt uns wiederum, dass auch hier offenbar die jüdischen Menschen irgendwann vielleicht ja im 13. Jahrhundert wohl auch ganz bewusst angeworben wurden. Denn diejenigen, die die jüdischen Menschen angeworben haben, um hier zu siedeln in den Städten, die haben sie direkt an den Marktplatz, in der Nähe des Doms, in der Nähe der Pfarrkirche, sozusagen ganz zentral angesiedelt, natürlich für die Tätigkeiten auf dem Markt, aber natürlich auch, um den Schutz zu gewährleisten und um natürlich auch sozusagen ja einen sehr prominenten Siedlungsplatz zuzuweisen. Da sieht man auch die Wertschätzung, ja, die man dann diesen Menschen entgegengebracht hat. Also nicht jede Judenstraße, Judengasse, jüdische Siedlung ist ein Ghetto, ne, sondern erst wenn es dann wirklich von außen bewacht wird, dann können wir es eigentlich erst Ghetto nennen. Okay, vielen Dank. Die letzte Frage haben Sie ja mehr oder weniger schon im Laufe unseres Interviews beantwortet, aber ich würde sie trotzdem noch einmal stellen. Vielleicht könnten Sie noch mal kurz zusammenfassen, welche Quellen es denn auch heute noch gibt, mit denen man diese Erkenntnisse nachweisen kann. Ja, genau. Also ich hatte es, wie gesagt, kurz erwähnt. Das Stadtarchiv in Bayreuth selbst hat natürlich einige Zeugnisse, aber die muss man auch lesen können. Was ich noch nicht mit ihm besprochen hatte, eigentlich die Geschichte, sagen wir mal, zum Ende des Mittelalters, also vor allem dann auch im 16. Jahrhundert. Da haben wir nämlich aus dem 16. Jahrhundert im Bayreuther Stadtarchiv mehrere Anweisungen, die Juden aus der Stadt zu vertreiben. Ja, immer wieder von den Markgrafen auch. Aber was heißt das eigentlich? Ja, wenn das immer wieder veröffentlicht wird, dann zeigt uns das nämlich, dass es offenbar ja doch jüdisches Leben gab. Ja, dass das immer wieder wiederholt werden musste und dass das auch keine permanenten Vertreibungen sind. Tatsächlich ist das nämlich ein ganz typisches Phänomen für das 15. und 16. Jahrhundert. Eine ganz bösartige Taktik vieler Herren, ja, Herrschaften, dass man die Juden vertreibt, dabei meistens den Immobilienbesitz einbehält und dann nach kurzer Zeit wieder die Ansiedlung erlaubt, gegen eine besondere Steuer natürlich wieder. Ja, also immer alle Privilegien, die den Juden im Mittelalter verliehen wurden, waren immer gegen eine Gebühr nur zu erhalten. Und gerade im 16. Jahrhundert, ne, sehen wir das so in ganz besonderer, perfider Weise, sodass wir wissen, also da gibt es im 15., im 16. Jahrhundert ist die Bayreuther jüdische Gemeinde offenbar sehr klein, sehr wenige Leute und auch wahrscheinlich sehr arm.
ja, weil man sie halt ständig so bedrückt. Das ist also eine ganz andere Geschichte, als vielleicht auch das jüdische Leben sich dann wesentlich später im 17. und 18. Jahrhundert darstellt. Und wenn man sozusagen sich nicht rantraut an die Originalzeugnisse, dann gibt es natürlich auch bereits Veröffentlichungen, und ich kann Ihnen eben nur sehr empfehlen, dieses Buch Jüdisches Bayreuth, ja, herausgegeben eben von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit von 2010. Da ist sozusagen die Dinge, die wir wissen bis jetzt, sehr gut dokumentiert. Super, vielen Dank. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die interessanten und sehr informativen Einblicke und Ihre Teilnahme am Interview. Sehr gerne.